Appenzell Innerrhoden, Sie haben nicht Schüli getragen, sondern Wanderschuhe. Polizei und Straßenversicher haben am Montag eine Wanderung von einer vierköpfigen Familie bis zum Tod einer Mutter und einem Mädchen im Alpstein eingerichtet. Die Gründe für den Unfall zwischen Wesen und Altenalp sind noch unbekannt. Ausschließlich für Abonnenten. Die Mutter und ihre Tochter fielen aus unbekannten Gründen über die Sealpsee. Symbolbild, Capo Egay. Letzten Montag, der Nationalfeiertag, war eine vierköpfige Familie von vier Thurgau in Alpstein ausgebildet. Sie wanderte laut Nachmittag der Agentur nach Altenalp. Die 31-jährige Mutter und die 5-jährige Tochter eilten kurz nach der Füßlergabel über der Sealpsee zu dem steilen Hang zwischen Wesen und Altenalp. Die beiden konnten nur abends tot aufgefunden werden.